So, ich wünsche euch wieder einen guten Tag. Heute geht es weiter mit Relationen und heute besprechen wir das erste Beispiel, das ich versprochen habe das letzte Mal. Das Beispiel ist quasi ein allgemeines Beispiel für Äquivalenzrelationen. Bevor wir beginnen, möchte ich noch mal kurz in Erinnerung rufen, was eine Äquivalenzrelation ist. Eine Äquivalenzrelation R ist so eine Teilmenge von x Kreuz x. Wir schreiben, wie schon gesagt, für Paare in der Relation auch gerne, dass A in Relation zu B steht. Und eine Äquivalenzrelation erfüllt die folgenden drei Eigenschaften. Sie ist reflexiv. Das heißt, A steht in Relation zu A für alle A aus der Menge X. Sie ist transitiv. Das heißt, A in Relation zu B und B in Relation zu C impliziert A in Relation zu C für alle A, B, C aus X. Und sie ist symmetrisch. Das heißt, A in Relation zu B impliziert B in Relation zu A für alle A, B aus der Menge X. Gut, das sind die drei Eigenschaften, die wir überprüfen müssen, um festzustellen, dass eine gegebene Relation R eine Äquivalenzrelation ist. Gut, wir führen jetzt kurz eine ganz allgemeine ein ganz allgemeines Konzept ein, nämlich das der Partition einer Menge. Die Definition ist das folgende. Eine Menge von Teilmengen einer Menge, typischerweise indiziert durch eine Indexmenge i. Das ist eine Menge in der Potenzmenge von x. Heißt, eine Partition von x, wenn sie x in eine paarweise disjunkte Vereinigung von Mengen, den PIs, zerlegt. Das heißt, jedes Element aus x gehört einer und nur einer der Mengen in dieser Partition an. Das heißt, die zwei definierenden Eigenschaften sind erstens, dass die Vereinigung i aus der Indexmenge i, pi, die ganze Menge x sein muss. Und zweitens, dass pi geschnitten pj gleich der leeren Menge ist, wenn i ungleich j ist. Diese letzte Bedingung schreibt man auch gerne anders und in vielen Argumenten taucht sie so auf, nämlich in der Art und Weise, dass man sagt, wenn pi geschnitten pj auch nur ein Element enthält, also wenn das nicht die leere Menge ist, dann impliziert das, dass pi gleich pj ist, beziehungsweise dass i gleich j ist, nachdem wir beschlossen haben, dass das unsere Indexmenge ist. Also das heißt, in diesem Fall ist i gleich j und pi gleich pj. Gut, wie kann ich aus einer Partition eine Äquivalenzrelation zusammenfassen? Wie schon gesagt, wir denken über Äquivalenzrelationen als etwas, was Elemente einer Menge miteinander identifiziert in einer Art und Weise. Eine Partition gibt mir eine natürliche Art und Weise,
Elemente miteinander zu identifizieren, indem ich sage, sie gehören derselben Teilmenge in der Partition an. Also, für eine Partition P definieren wir eine Äquivalenzrelation R durch A steht in Relation zu B, definitionsgemäß genau dann, wenn A und B aus derselben Menge PI sind. Gut, das ist also unsere Definition. Überprüfen wir, dass das eine Äquivalenzrelation ist. Zunächst einmal die Reflexivität. Wenn A aus X ist, dann impliziert das, dass es zumindest eine Menge PI gibt, die unser A enthält. Gut, das heißt, nachdem A und A natürlich auch in der Menge PI ist, dass A in Relation zu A steht. Die zweite Bedingung, die wir überprüfen müssen, ist, dass unsere Relation R transitiv ist. Wenn A in Relation zu B steht und B in Relation zu C steht, bedeutet das, dass A und B der Menge PI angehören, zum Beispiel, und B und C der Menge PJ. Das bedeutet also, dass, wenn ich das zusammennehme, dass PI geschnitten PJ ungleich der leeren Menge ist und das bedeutet, dass I gleich J ist. Das heißt aber, dass A auch in Relation zu C steht, weil wir jetzt A und C aus derselben Menge PI gleich PJ stammen. Symmetrie. Die Symmetrie ist klar, weil die Bedingung, die hier oben steht, ja symmetrisch in A und B ist. Gut, damit haben wir aus einer Partition einer Menge eine Äquivalenzrelation zusammengebastelt. Was interessant ist, ist, dass jede Äquivalenzrelation auf diese Art und Weise zustande kommt, und wie kommen wir von einer Relation R zu einer Partition P? Das ist unter Anführungszeichen einfach, wenn wir uns überlegen, wie wir die Relation, die zu der Menge P dazugehört hat, gezaubert haben. Wir haben gesagt, die Relation R besteht zwischen zwei Elementen, wenn sie derselben Menge in der Partition angehören. Wir werden jetzt die Relation R hernehmen und eine Zerlegung von der Menge X in solche Mengen, die eine Partition bilden, herstellen. Und das funktioniert wie folgt. Indem man die Äquivalenzklassen von einem Element A in Bezug zu R definiert, als die Teilmenge aller B aus X, die in Relation zu A stehen. Wir überprüfen, dass diese Äquivalenzklassen tatsächlich eine Zerlegung, eine Partition der Menge X darstellen. Zunächst einmal überdecken die Äquivalenzklassen
die Menge x, weil ja a in der Äquivalenzklasse von sich selber ist. Da R ja reflexiv ist und damit A in Relation zu sich selber steht. Das andere, was wir überprüfen müssen, ist, dass wenn wir zwei Äquivalenzklassen haben und die schneiden sich in einen Punkt zumindest, dass sie dann schon die gleichen Klassen waren. Also wir nehmen an, dass wir einen Punkt C haben, der da drin liegt. Das bedeutet definitionsgemäß, dass A in Relation zu C steht. Entschuldigung. Und B in Relation zu C steht. Das bedeutet aber wegen der Transitivität, dass A in Relation zu B steht. Und das bedeutet natürlich, dass die Klasse, die zu A gehört, gleich der Klasse, die zu B gehört ist. Und das war die zweite Bedingung, die wir zeigen mussten, um festzustellen, dass diese Äquivalenzklassen eine Partition bilden. Diese Partition hat einen speziellen Namen. Die Menge der Äquivalenzklassen schreibt man als x modulo r und bezeichnet sie als den Faktorraum. Von x bezüglich r. Und zu überprüfen, dass wenn ich die durch diese natürliche Partition der Menge x in Äquivalenzklassen gegebene Partition verwende, um eine Relation zu erzeugen, dass mir das dieselbe Relation wiedergibt, das ist etwas, was ihr im Buch nachlest oder in der Vorlesung hört.